Holz hat die erstaunliche Eigenschaft, dass es sich, solange es trocken bleibt, nicht verändert. Also es hat keine Korrosionserscheinung oder es hat keine Karbonatisierung wie andere Baustoffe, sondern es bleibt im trockenen Zustand tatsächlich unverändert. Solange Holz trocken ist, ist es eigentlich unkaputtbar. Herzlich willkommen zum DFG-Exkursgespräch. Heute mit einer kleinen Herausforderung für mich, weil ich hin und her gerissen bin. Wenn ich die wissenschaftlich korrekte Frage stellen möchte, die unser Gespräch leitet, dann wäre die vielleicht: Welches Potenzial hat der Holzbau, um in der Bauwirtschaft CO2-Emissionen einzusparen? Wenn ich für eine Zeitung mit vier Buchstaben arbeiten würde, würde ich wahrscheinlich die Frage stellen: Ist Holz der neue Stahlbeton? Ich erwarte keine einfache Antwort von unserem Interviewpartner, wenn ich letztere stelle, und den möchte ich gerne vorstellen. Es ist Professor Stefan Winter. Er ist Professor für Holzbau und Baukonstruktion an der TU in München. Er hat ein Ingenieurbüro mit anderen Kolleginnen und Kollegen zusammen, berät dort in unterschiedlichen Bereichen, zum Beispiel in der Tragwerksplanung, im Brandschutz oder auch in der Bauphysik. Und sein Spezialgebiet auf jeden Fall ist die Art und Weise, mit Holz zu bauen und sicher mit Holz zu bauen. Deswegen frage ich jetzt doch, hallo Stefan Winter, ist Holz der neue Stahlbeton? Hallo, Herr Büx. Möglicherweise zum Teil ja, aber nur dann, wenn wir oberirdisch bleiben. Aus Stahlbeton bauen wir Tiefgaragen, Keller, Gründungen, Pfahlgründungen und vieles mehr. Gut, bei den Pfahlgründungen, auch da Venedig steht auf Holzpfählen, gibt es natürlich Möglichkeiten. Aber das liegt an der ganz besonderen Erdbeschaffenheit in diesem Bereich. Nein, Holz kann in vielen Bereichen die traditionellen Baustoffe wie Stahlbeton oder Stahlbau ersetzen. Ich würde lieber sagen, ergänzen. Wenn wir in die nordischen Länder schauen, dann sehen Sie dort Hochhäuser, die sogar Treppentürme und Aufzugsschächte aus Holz haben. Insofern könnte man sagen, da ersetzt das Holz tatsächlich den Stahlbeton, aber natürlich nicht alleine, sondern dann in Kombination mit Bekleidungen, die den Brandschutz sicherstellen, also mit Gipsplatten zum Beispiel bekleidet. Bei uns in Mitteleuropa ist das nicht ganz so der Fall, weil wir immer eigentlich in den mehrgeschossigen oder wirklich sehr hohen Gebäuden als Hybridbau bauen. Das heißt, wir bauen unsere Treppenhäuser und unsere Aufzugsschächte im Regelfall, zumindest wenn wir Hochhäuser bauen, auch mit Holz, dann in Stahlbeton. Also den Stahlbeton können wir nicht komplett ersetzen durch Holz, aber auch da gibt es ja interessante Entwicklungen, Carbonbeton und andere Dinge, die darauf abzielen, Emissionen einzusparen. Fangen wir jetzt aber mal beim Holz an und fragen: Was gibt es für ein Potenzial, CO2-Emissionen einzusparen durch Holz? Wenn wir es genau nehmen, fängt das schon in der Fabrik des Holzes an, das ist nämlich der Wald. Und im Wald wird ja Holz produziert. Dabei wird CO2 aus der Atmosphäre entnommen und mit Hilfe des Sonnenlichtes und Wasser und anderen Nährstoffen umgewandelt in die Holzstruktur. Und damit wird Kohlenstoff eingespeichert. Und gleichzeitig wird durch die Aufnahme von CO2 bei den chemischen Prozessen Sauerstoff frei. Das heißt, die Aufnahme oder die CO2-Reduktion in der Atmosphäre findet ja eigentlich im Wald statt, denn dort entsteht die Holzmasse und die Holzmasse besteht etwa zur Hälfte aus Kohlenstoff. Das heißt, Holz, solange es als Stoff vorhanden bleibt, wirkt als ein Kohlenstoffspeicher und stellt damit eine CO2-Senke zur Verfügung, denn solange das Holz als Stoff weiterverwendet wird, ist das CO2, das aus der Atmosphäre entnommen wurde, nicht mehr vorhanden. Der Kohlenstoff ist gespeichert. Wenn ich natürlich das Holz verrotten lasse oder wenn ich das Holz verbrenne, dann findet wieder ein Oxidationsprozess statt. Das CO2 entsteht wieder und wir haben damit zwar eine ausgeglichene Bilanz, aber keine wirkliche CO2-Senke. Unser Ziel ist es daher, in der gebauten Umwelt so viel wie möglich Holz möglichst lange zu verwenden, weil dann haben wir einen teilweise über Jahrhunderte wirksamen Kohlenstoffspeicher und damit eine sehr gute CO2-Senke. Das ist der wesentliche Beitrag des Holzbaus. Gehen wir doch mal auf den Aspekt ein, wie lange das Holz tatsächlich im Bauwerk
seine Funktion erfüllt. Also wenn wir jetzt uns umgucken in deutschen Städten, ich glaube, Sie kommen aus dem Hessischen, da gibt es so viele schöne Fachwerkgebäude, die über 300, 400, 500 Jahre Bestand haben. Ich weiß, es gibt eine, ich glaube, Eichenkirche in Norwegen, die 1000 Jahre besteht. Okay. Also da gibt es ein Potenzial, über viele hundert Jahre Holz eben als CO2-Senke zu benutzen als Gebäude. Wie ist das in modernen Gebäuden? Sind die dann auch tatsächlich für 80, 90, 100 Jahre oder mehr ausgelegt? In der Bemessung sind unsere Gebäude zunächst immer mal ausgelegt auf 50 Jahre. Das ist die Vereinbarung im Rahmen der Eurocodes der europäischen Bemessungsnormen. Tatsächlich wissen wir, dass auch modernere Holzgebäude im Vergleich zu den alten Fachwerkgebäuden, die Jahrhunderte Jahre alt sind, über viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte halten können. Holz hat die erstaunliche Eigenschaft, dass es sich, solange es trocken bleibt, nicht verändert. Also es hat keine Korrosionserscheinung oder es hat keine Karbonatisierung wie andere Baustoffe, sondern es bleibt im trockenen Zustand tatsächlich unverändert. Und insofern, solange wir Holz trocken halten und damit verhindern, dass holzzerstörende Pilze ihr Werk tun können, solange Holz trocken ist, ist es eigentlich unkaputtbar, wenn wir so sagen. Und das ist ja nachgewiesen in vielen Bereichen. Eines der Beispiele, Sie haben Norwegen erwähnt, aber Sie finden viele andere Beispiele in Asien zum Beispiel. Der Kaiserpalast in Peking besteht nur aus Holz und ist auch viele Jahrhunderte alt. Holz ist wirklich im trockenen Zustand für sehr lange Zeit verwendbar. Und wenn unsere modernen Gebäude eben diese schützende Hülle, die gegen die eindringende Feuchtigkeit aufrechterhalten werden, dann ist für die Struktur zu erwarten, dass diese auch viele hundert Jahre halten wird. Jetzt ist aber nicht nur so, dass es eine Renaissance des Holzes als Baustoff gibt, weil wir uns erinnern, wie gut das schon die Chinesen oder die Norweger oder auch wir hinbekommen haben vor hunderten von Jahren, sondern es gibt auch technische Entwicklungen. Was hat sich getan in den letzten Jahren in Ihrem Metier? In den letzten 20 Jahren hat sich weltweit sehr viel getan im Bereich des Holzes, weil man Holz im Prinzip wiederentdeckt hat als einen der wichtigen Konstruktionsbaustoffe. Die Brettschichtholzbauweise, also das Zusammenkleben von einzelnen Brettern zu großen Querschnitten, wurde ja vor mehr als 100 Jahren bereits durch Herrn Hetzer in Deutschland entwickelt. Aber es haben sich in den letzten Jahrzehnten eine Vielzahl neuer Holzwerkstoffe und neuer Holzbauprodukte dazugesellt. Ich glaube, die wichtigste Entwicklung war die Fläche, die dazugekommen ist durch das Brettsperrholz. Das heißt, wir haben mit dem Brettsperrholz, das sind als Querlage verklebte Brettlagen, die zu sehr großen Platten mit Abmessungen von 5 Meter mal 12 oder 16 Meter, je nach Produktionseinheit, verklebt werden können, eben genau wie der Stahlbetonbau auch die Platte und die Scheibe als Konstruktionsmerkmal dazugewonnen. Das heißt, wir haben große Stäbe zur Verfügung. Wir können durch das Verkleben sehr große Querschnitte herstellen für Stützen, für Unterzüge. Aber wir können eben auch sehr große flächige Bauteile herstellen. Insofern ist aus meiner Sicht für den heutigen Holzbau die sogenannte Massivholzkonstruktion oder auf Englisch Mass Timber Construction die Entwicklung des Brettsperrholzes extrem wichtig gewesen. Kleines Beispiel, wir haben vor etwa 15 Jahren in Europa eine Produktion von Brettsperrholz von etwa 10.000 Kubikmetern gehabt. Wir haben heute eine Produktion in hochmodernen Anlagen mit anschließend robotergesteuerter Bearbeitung der Bauteile eine Produktion von 1,25 Millionen Kubikmeter. Und das zeigt, welche enorme Entwicklung das genommen hat. Und gleichzeitig sind in Nordamerika, in Australien, in Neuseeland, in vielen anderen Regionen der Erde Werke für Brettsperrholz entstanden. Und dieses sehr großflächig verfügbare Massivholz hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir heute über die Hochhausgrenze bauen können. Gleichzeitig haben sich auch Bauordnungen verändert. Also auf der rechtlichen Seite ist zumindest in Deutschland mittlerweile mehr möglich als noch vor einigen Jahren. Führt auch zu immer höheren Gebäuden. Sie sind im Moment an einem ganz spannenden Projekt dran. Vielleicht können Sie dazu einen Satz sagen. Es soll in Karlsruhe entstehen. In Karlsruhe soll ein 93 Meter hohes Gebäude entstehen für die Kreisverwaltung des Kreises Karlsruhe als Ersatzbau für ein bestehendes Gebäude. Warum können wir inzwischen so hoch bauen mit Holz? Das hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, dass in den letzten 20 Jahren weltweit, aber sehr massiv vor allen Dingen in Mitteleuropa,
im Bereich des Brandschutzes geforscht wurde. Wir wissen heute, mit welchen Konstruktionen wir ebenso brandsichere Gebäude herstellen können im Vergleich zu den anderen Bauweisen. Natürlich müssen wir in einigen Bereichen das Holz zum Beispiel durch Gipsbekleidungen vor Entzündung schützen. Wir können nicht unbegrenzt viel sichtbares Holz in den Räumen zulassen, weil sonst die Brandentwicklung zu schnell wäre. Wir wissen aber auch sehr genau, wie wir Anschlüsse ausführen müssen. Und wir können sehr genau berechnen, wie der Abbrand des Holzes ist. Natürlich, ungeschütztes Holz beteiligt sich auch an einem Brand. Aber das Holz hat ja beim Abbrennen die schöne Eigenschaft, dass es eine Holzkohleschicht bildet, die wiederum den Abbrand verringert und dass es vor allen Dingen im Inneren sehr kalt bleibt. Holz hat einen niedrigen Wärmeleitwert. Das heißt, die hohen Temperaturen eines Brandes in einem Raum werden nicht in die Konstruktion hineintransportiert, sodass das Holz sehr lange standsicher bleibt. Das müssen Sie natürlich beweisen durch Experimente, durch Simulationen, durch eine Vielzahl von Untersuchungen. Das ist weltweit passiert, das ist sehr intensiv bei uns in Deutschland passiert. Wir haben gerade an der Technischen Universität München das Forschungsprojekt TIMPULS abgeschlossen, in dem wir noch einmal geschlossen nachgewiesen haben, wie die Bauordnungen sich entwickeln können, um das gleiche Sicherheitsniveau, das wir natürlich nicht verändern wollen, im Vergleich zu den bisherigen Bauweisen zu erhalten. Und auf der Grundlage dieses sehr umfangreichen Projektes, das von der FNR unterstützt wurde und von vielen Industriebetrieben und von der Industrie und von den Holzbauverbänden, das war ein Millionenprojekt, da konnten wir nachweisen, dass wir mit unseren heute üblichen Konstruktionen bis zur Hochhausgrenze zumindest abweichungsfrei und im Bereich der Bauordnungen sicher bauen können. Ohne Forschung kann man so etwas nicht weiterentwickeln. Wenn Sie die Forschung gemacht haben, brauchen Sie natürlich dann auch eine gewisse Zeit, bis sich das umgesetzt hat in Regularien, bis die Beteiligten überzeugt sind, bis man die richtigen Formulierungen für Gesetze und Verordnungen gefunden hat. Man kann sich nicht so vorstellen wie beim Brötchenbacken. Man hat ein Forschungsprojekt, das ist abgeschlossen, dann gibt es ein Brötchen, das wird verkauft und verwertet. Nein, das ist bei uns anders. Auf der Grundlage von Forschungsergebnissen brauchen Sie natürlich dann auch eine Diskussion, um gesellschaftliche Akzeptanz herzustellen, um das endgültig nachher in Gesetze und Verordnungen umzusetzen. Das ist ein manchmal genauso anstrengender Prozess, manchmal ist er sogar noch anstrengender als die Forschung selber. Das nennen wir dann Technologietransfer. Ich möchte noch mal ein paar Dinge zusammenfassen, die Sie gesagt haben. Also das sichtbare Holz ist natürlich dann schwierig bei so einem großen Gebäude, weil es leichter zu entflammen wäre. Sie sagten, Gips könnte eine Möglichkeit sein, um Brandschutz herzustellen. Aber der wichtige Punkt, den Sie gemacht haben, dass sich so eine Holzkohleschicht bildet beim Abbrennen, was aber nicht unbedingt die Konstruktion so sehr beeinträchtigt und dass das Holz im Inneren noch kühl oder kälter ist als an der Außenseite, ist ein schwieriges oder schwer zu fassendes Phänomen. Wenn man so seinen Kamin von zu Hause kennt, denkt man doch, das brennt doch, aber tatsächlich brennt ja nicht das Holz, sondern Holzgase, die vom Holz ausgestoßen werden. Also ist so beim Holzbau wahrscheinlich auch die persönliche Erfahrung, das muss gefährlich sein, das brennt doch dann in einem Stück ab, eine, die wir ein Stück weit überdenken müssen, weil wir eine andere Erfahrungswelt haben als das, was Sie im Bau benutzen. Das ist dann eben nicht ein offenes Holz, sondern ein verkleidetes Holz und ein sehr gut durchgetestetes Holz. Heißt es, ich bin in einem Holzhaus und ich sehe gar nicht mehr, dass es eines ist? Müssen wir vielleicht noch mal das Ganze ein wenig präzisieren. Zunächst mal kennt, glaube ich, jeder auch aus der eigenen Erfahrung, wie sich ein massives Stück Holz, ein wirklich massives Stück Holz beim Brennen verhält. Denken Sie doch einfach mal an die Situation, Sie machen ein Lagerfeuer, das können Sie ja nicht anzünden, indem Sie da gleich so einen ganz dicken Balken drauflegen, sondern Sie machen erstmal Spänchen. Warum machen Sie Spänchen? Weil Sie die Oberfläche erhöhen und weil Sie wissen, die Spänchen können Sie ganz gut anzünden. Und dann holen Sie sich vielleicht ein paar Äste oder einen Holzscheit oder was auch immer. Und dann kriegen Sie allmählich ein etwas größeres Feuer. Und dann können Sie ja mal probieren, so einen richtig großen Eichenbalken da drauf zu legen oder einfach nur einen sehr großen Querschnitt. Dann wird der, solange das sogenannte Stützfeuer vorhanden ist, mitbrennen.
Aber wenn Sie es dann eine Weile liegen lassen auf Ihrem Lagerfeuer und eben keine Spänchen oder kleine Holzstückchen mehr nachlegen, werden Sie feststellen, der erlischt ja von ganz alleine. Und wenn Sie am nächsten Morgen wiederkommen, dann können Sie sich diesen ganz dicken Ast oder ein Stück eines Baumstamms ansehen und Sie werden sehen, drumherum gibt es eine Holzkohleschicht und innen drin ist das Holz eigentlich unberührt. Und die Erfahrung haben, glaube ich, auch schon viele gemacht, dass man morgens wieder zum Lagerfeuer kommt oder wenn man Gartenfeuer gemacht hat oder was auch immer und da liegen noch ein paar dicke Holzstücke und die sind von ganz alleine ausgegangen. Wenn wir jetzt an die Konstruktion denken, dann arbeiten wir natürlich mit sehr massiven Holzquerschnitten. Ja, wir arbeiten mit flächigem Massivholz, Brettsperrholz zum Beispiel, oder wir arbeiten mit verhältnismäßig großen Stützenabmessungen. Und wir wissen, dass bei entsprechender Größe, wenn die mobile Brandlast in einem Raum ausgebrannt ist, also das, was wir an Möbeln haben, an Einrichtungen oder anderem, das ist ja das, was zunächst mal brennt, dann brennt natürlich das Holz in dieser Zeit mit. Aber wenn es entsprechend massive Querschnitte sind, dann kann es auch von ganz alleine wieder verlöschen. Üblicherweise leben wir aber in Mitteleuropa. Das heißt, irgendwann kommt die Feuerwehr. Und die Feuerwehr, das haben wir auch in unserem Timpuls-Projekt mit nachgewiesen. Wir haben die nämlich versuchsweise dann löschen lassen. Wir haben große Raumbrandversuche gemacht. Und die Feuerwehr konnte dann am Ende des Versuchs rein und ablöschen. Und wir wissen, dass gerade sichtbare, massive Holzquerschnitte auch sehr gut zu löschen sind. Das heißt, wenn ich das dann noch mit einem Sprühstrahl oder mit entsprechender Wasserbeaufschlagung unterstütze, dieses Wiederverlöschen, dann funktioniert das auch sehr zuverlässig und die Tragfähigkeit bleibt eben erhalten. Das Holz isoliert gleichzeitig sehr gut. Das heißt, es leitet die Wärme nicht weiter, anders als andere mineralische Werkstoffe oder metallische Werkstoffe. Wir haben zum Beispiel einen großen Versuch gemacht am Ende unseres Timpuls-Projektes. Dort haben wir ein natürliches Feuer in einem 40 Quadratmeter hohen Raum brennen lassen und obendrauf lag eine Holzdecke. Der Versuch war im Winter draußen im Freigelände. Obendrauf lag Eis. Wir haben das 60 Minuten im Vollbrand brennen lassen und oben war immer noch Eis drauf. Also diese Kombination von Isolationswirkung, Schützen der Kohleschicht, wenig Erwärmung im Inneren führt dazu, dass die Holzkonstruktionen im Brandfall eigentlich sehr sicher sind. Warum verwenden wir gleichzeitig in bestimmten Bereichen auch noch Gipsbekleidungen? Die Gipsbekleidungen haben eine hohe Menge an chemisch gebundenem Wasser. Das heißt, sie halten einen Brand oder hohe Temperaturen für eine relativ große Weile vom Holz fern, also verhindern sogar die Entzündung des Holzes. Wenn Sie einen Raumbrand haben in einem Holzgebäude, das mit Gipsplatten geschützt ist. Und die meisten unserer Brände sind Raumbrände, weil unsere Feuerwehren sehr gut sind und sehr schnell sind. Dann wird der Raumbrand gelöscht, dann nehmen Sie die erste Schicht des Gipses runter. Dahinter ist unberührtes Holz, machen eine neue Gipsschichtbeplankung drauf und Sie können den Raum wieder benutzen. Das heißt, wir haben sogar feststellen können, dass man in vielen Fällen brandbeaufschlagte Räume in moderner Holzbauweise, muss ich sagen, weil wir auch genau wissen, wie wir Hohlraumbrände verhindern müssen, besser sanieren kann als in anderen Bauweisen. Herr Winter, gibt es denn noch andere Vorurteile, die Ihnen entgegenkommen, wenn Sie sagen, ich mache Holzbau als jetzt nur der Brandschutz und das brennt doch so leicht? Sie haben natürlich recht. Sehr viele Menschen sagen zunächst mal, oh Mensch, das brennt ja. Also wie gesagt, da gibt es viele Forschungen und man weiß sehr genau, wie man die Konstruktionen heute ausbilden muss. Nicht vergleichbar mit alten Fachwerkhäusern zum Beispiel. Viele Leute fragen uns aber natürlich auch, wenn wir das jetzt in Holz bauen, müssen wir dann ständig streichen? Erstmal die erste Antwort, gucken Sie sich die modernen Fassaden an. Manchmal sind das Putzfassaden, manchmal sind es Glasfassaden, manchmal sind es Metallfassaden, manchmal sind es hinterlüftete Bekleidung aus Zementfaserplatten. Die Außenwandbekleidung muss nicht zwangsweise Holz sein und selbst wenn sie Holz ist, ist sie eigentlich nicht pflegebedürftiger als jede Putzfassade auch. Nochmal, das Wichtigste ist allerdings, dass wir unsere Holzkonstruktion trocken halten. Der alte Spruch lautet, Holz brennt, bricht und fault. Die Sachen mit dem Brechen haben wir natürlich schon besprochen. Mit den modernen Holzwerkstoffen und sehr ausgefeilten Bemessungsnormen können wir das zuverlässig verhindern. Wir bemessen Holz natürlich heute genauso, wie wir mit allen anderen konstruktiven Baustoffen auch bemessen, mit den nötigen Sicherheiten. Das ist wissenschaftlich komplett gesichert.
Mit dem Faulen ist es ja so, dass Holz erst dann fault, also durch holzzerstörende Pilze zerstört wird, wenn die sogenannte Fasersättigungsgrenze erreicht wird, das heißt, wenn die Holzfeuchte über 30% liegt und das dauerhaft. Das heißt, wenn wir richtig konstruieren, wenn wir das anwenden, was wir eigentlich schon über Jahrhunderte kennen, nämlich einen guten konstruktiven Holzschutz ausbilden, dann können wir dafür sorgen, dass die eigentliche Holzkonstruktion trocken bleibt und solange das Holz Holzfeuchten deutlich unter 20% aufweist, ist es nicht zerstörbar. Es verändert sich nicht durch Umwelteinwirkungen oder anderes und bleibt uns tragfähig und robust erhalten, so wie wir es brauchen. Das heißt aber eben auch, dass wir in der Vorfertigung, in der Ausführung auf der Baustelle sorgfältig darauf achten müssen, dass die erforderlichen Feuchteschutzschichten gut ausgebildet werden, dass die Detaillierung stimmt, dass am Anfang die Planung dazu stimmt. Und dafür haben wir auch viele Dinge inzwischen eingerichtet. Wir stellen mit dataholz.eu, auch entstanden aus Forschungen heraus, eine große Datenbank zur Verfügung, wo man nachsehen kann, wie solche modernen Holzbauteile aussehen sollen, die dann vorgefertigt auf die Baustelle kommen, also sehr gut qualitätsgesichert in industriellen Verfahren hergestellt werden, sodass wir wirklich sicherstellen können, heute, dass kombiniert mit einer beliebigen Fassadenausbildung die Gebäude und die Konstruktionen langfristig trocken bleiben. Und damit werden sie auch viele hundert Jahre bestehen bleiben. Lieber Professor Winter, vielen Dank für den Einblick in Ihre Forschung und in die Praxis und vor allem für die Zeit, die Sie sich genommen haben für das Exkursgespräch. Dankeschön. Sehr gerne, war mir ein Vergnügen.